Herzlich willkommen zur ersten Aufnahme des Let's Plays R-Faktor 1998 der Formel 1. Wie ihr seht, es ist 1998 mit diesem Wagen hier. Ich war in Arrows. Ja. Ich starte als 14. Ups, Unfall vorne, was ist da los? Oh, ich auch dabei. Ah, komm ich durch? Ja. Komm noch an dem vorbei. Ah, Mann. Wie ihr seht, fahre ich mit Tastatur. Mein Lenkrad ist schrott. Deshalb, ja. Überhole ich die noch? Ja, komm, schaffe ich. Jetzt bin ich vielleicht in der nächsten Kurve. Hier jetzt. Nein. Komm schneller. Ja. Mal gucken. Hier sind die etwas langsam. Wie ihr seht, es ist ein ziemlich schöner Mod. Nur die Reifen sind etwas eckig. Aber die Textur in allem ist so schön, aber. Naja. So. Ups. Wer war das? Sauber. Jetzt bin ich bergwärts nach hinten gefallen. Komm, ich überhole die noch. Ja, ja, ja. Mann. Ups. Jetzt bin ich noch weiter raus. Ich muss mich beeilen. Ja. So. Erste Runde geschafft. Bisher ganz okay. Ich fahre in Arrows von Mika Salo. Mein Teamkollege Pietro Dinis. Keine Ahnung, wo der ist. Vor mir sind zwei Tyrrell, sind das, glaube ich. Davon sauber. Und dann McLaren. Ich mag die Helmbewegungen in diesem Mod. Sind ganz schön. Also, meiner Meinung nach. Auch das Auto allgemein. Oh, toll. Super. Das war jetzt aber gut. Ach, naja, mal sehen, was daraus noch wird. Aber ich muss die noch aufholen. Hier links. Oh, was war denn da jetzt? Na egal. Hier. Jetzt diese Schikane. Wir fahren ja, das ist ein Park in der Innenstadt von Melbourne. Ganze Strecke gelb, oder? Ja. Das Safety Car kommt raus. Ich glaube, ich bleibe noch draußen bis zum Ende der Safety Car Phase. Ich habe noch genug Sprit. So. Dann hole ich die ein. Ich sehe die noch gar nicht. So, jetzt die erste Kurve. Beim Start ist die gefährlich, sonst nicht. Eigentlich fast unmöglich, da einen Fahrfehler zu haben, ist es, wenn du bremst dich. Ah, da sind die ja schon. Okay. Da bin ich wieder bei denen. Ich bleib gerade stehen. Zu langsam wie die fahren. Was ist da vorne los? Hallo? Achso, da ist einer weggeflogen und die mussten auf ihn warten. Okay. Jetzt muss man darauf aufpassen, dass der Wagen ganz bleibt. Ja, und der Motor nicht überhitzt. Bei diesem Gas geben, wenn er fast stehen bleibt, passiert das ganz leicht. Der Motor kann da überhitzen. Und sonst, ja, die Reifen muss man auf Temperatur halten. Und fährt er so langsam, dann kann ich schnell abkühlen. Ja, aber sonst. Da ist das Safety Car vorne.
Hey, wieso soll ich hinter dir hin? Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bleib vor dir. Hallo? Ich geh doch nicht hinter dir hin. Nein, du bleibst schon hinter mir. Mit deinen Tower Wings. Ups. Ja, naja. Egal. Ich kann nicht stehen bleiben. So. Will der hinten immer noch vorbei? Keine Ahnung, ja doch. Komm, geh durch. Ja, dann nicht. Geht jemand an die Box? Ich auch nicht, ne. Bleibe ich auch draußen. Hier sind die schönen Tower Wings. Das war damals in. Und geht da rein. War es eigentlich wegen meinem Unfall oder weil die stehen geblieben sind? Wieso ist eigentlich draußen? Hallo. Gut, der beschleunigt wieder. Ich dachte schon, da ist irgendwas schwarz. Deswegen die Reifen auf Temperatur halten. Fahren die mal so zickzack und ich fahre dagegen. Toll. Los. Manchmal haben die so Texturfehler, da sieht man das so ganz weiß nur. Also die Hochhäuser da hinten. Vorne ist ein Ferrari, dahinter Villeneuve, Michael Schumacher vor Villeneuve vorne, muss so sein. Villeneuve startet der Erste, Schumacher Zweiter. Ups, hängt ein bisschen. Vielleicht geht das weg. Ist jetzt weg. So, wann geht er rein? Nicht so spannend hinterm Safety Car zu fahren. Okay, mal gucken, was da gerade reingeht. Ist eigentlich ist unnötig, dass er noch draußen ist, weil eigentlich ist er nichts mehr auf der Strecke. Aber mal gucken. Auf der Geraden ist irgendwie manchmal voll schnell und dann plötzlich wieder so langsam. Ich verstehe den manchmal nicht. Mal gucken, was draus wird. In der Saison waren ja in echt die McLaren voll überlegen, aber hier nicht wirklich. Die fahren da irgendwie im Mittelfeld. So. Die eiern da irgendwie so. Da vorne ist einer, der mit dem West ist ein McLaren. Schauen die damals aus. Vor mir ist ein Sauber. Grüne Flagge. Ja, grüne Flagge. Oh, Unfall. Villeneuve, glaube ich. Grüne Flagge, ich darf fahren. Ja, Vollgas. Okay. Anbremsen, nicht verbremsen. Ja, ich habe den Rhythmus etwas verloren, weil ich jetzt die ganze Zeit zu langsam gefahren bin. Und überholen, komm. Ah, dann den Weg versperrt. Wow, was macht er? Hey, geht's noch? Außen, hier nach innen ziehen. Und innen. Ja, mal gucken, was man noch reißen kann. Aber momentan sind wir Dritter. Oh, es sind ja fast alle an die Box gegangen schon. Aber es war jetzt nicht so intelligent, glaube ich. Ich glaube, ich werde etwas nach vorne gespült. Also Platz 6 vielleicht. Vorne ist Michael Schumacher draußen. Aber nicht der nach vorne, sondern
Das ist ein Prost. Folio oder Panis. Langwasser. Ja, mal gucken. Ja. So. Dieser schnelle letzte Teil ist ganz schön, also eigentlich der schönste Teil. Oh, er geht an die Box, ich werde noch draußen, ich habe noch etwas Sprit. Da lag irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Manchmal sieht man den Helm nicht, wie gerade eben jetzt. Okay, mal sehen, vielleicht bin ich ja Erster. Vielleicht bleibe ich ja Erster. Okay, nein, das ist sehr unwahrscheinlich. Schumacher, aber selber toll. Ach, vielleicht so Vierter. Vierter, Dritter. Wenn der Boxenstopp gut ist, dann könnte das so gut sein. Ich mag diese Kurven hier hin und her. Da muss man auch eigentlich gar nicht bremsen, nur vom Gas gehen. Aber hier muss man bremsen. Hier Coca-Cola außen. Qantas. Australische Flug-Airline. Ja. Dann die vorletzte Kurve. Die langsamste Stelle der Strecke. Mit der Kurve 2. So, hier der Fangzaun. Der ist irgendwie komisch. Was war das denn jetzt? Mein Helm, glaube ich. War nur mein Helm, von daher. Ist nur mein Kopf. Fahre ich halt ohne Kopf. So, mal gucken, auf welchem Platz ich zurückkomme. Nach dem Boxenstopp. Erstmals verbremst hier. Geht. Ups. Ja. Da kann man sehr leicht weit wegfliegen. Oh, das mache ich. Hin und hin und zurück. Jetzt muss ich, glaube ich, gehe ich jetzt schon an die Box oder gehe ich eine Runde später? Ich muss jetzt kommen. Hier ein bisschen aufpassen, nicht so sehr. Einfach da durch. Etwas über den Begrenzer einschalten und an die Box. Ja. Hey, gut. Auf welchem Platz komme ich wohl raus? Mal gucken. Bin ich? Platz 3. Ja, so gut. Komm hier. Der junge Schumacher. Zwei Schumachers vor mir. Vielleicht hole ich mir den noch, aber den davor sicher nicht mehr. Ja. So. Hole ich mir den noch? Okay, mal gucken, was noch so zu machen ist. Jetzt hier hin, her. Hole ich mir den noch? So.
Mal gucken. Hier ist eine Strecke, die Bremsen ziemlich belastet und auch einigermaßen viel Treibstoff nimmt, wegen dieser langsamen Bremskurven, diese hier zum Beispiel. Da kann man sich sehr leicht verhaken auf dem Bremsstein. Hier die Schnelle, die kann man fast voll nehmen. Mit meinem Setup voll. So. Wow. Okay. Ich mache ihn mir, glaube ich, in dieser Bande jetzt. Ich komme näher. Ja. Mal gucken. Hoffentlich. Ja, ich glaube schon. Wenn alles gut läuft, schaffe ich es. Ja, jetzt. Ja, auch gleich. Nächste Kurve. Vielleicht. Ich glaube noch nicht. Nee, jetzt sicher nicht. Aber vielleicht dann in der nächsten Bremskurve, nach diesen Zickzack-Kurven da. Nicht die nächste, sondern die übernächste. Okay. Ich bin einigermaßen nah dran jetzt hier. Kann ich gut aufholen. Vielleicht, nee, noch nicht. Jetzt aber. Den Schatten. Geht hier nicht so gut. In der Kurve jetzt. Ich bin entkommen. Okay. Jetzt. Ja, nein. Jetzt hier. Ich lass dir Platz, komm, geh durch. Dann nicht. Und jetzt die letzte. Mal gucken, was draus wird. Wir fahren ja immer 50 Kilometer auf jeder Strecke. Mal gucken. Ups. Ich bleib noch vor dem. Hoffentlich. Er kommt etwas näher jetzt. Ja. Jetzt bin ich weit weg. So, noch die vorletzte Kurve und die letzte Kurve. Und geschafft, ja, das war's dann. Ich bin Erster. Ja. Gut, dann stelle ich mal auf, ich laufe da mal rüber. Schöne Lücke hier für mich. So, danke fürs Zuschauen. Das nächste Rennen in Interlagos, Brasilien, kommt bald. Ja, Schumacher Erster, ich Zweiter, Dritter Ralf Schumacher. Ja, danke fürs Zuschauen und bis